Die geboosteten Krokodile haben viel mehr Range, ja, ich hab's gemerkt. Wirst du Blade Master als Bär aufnehmen? Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall 16 geworden. Topstufe 16. Was gibt's denn hier Schönes? 20 Juwele, 5 Dinger. Ach, ärgerlich. Ich habe auch nicht richtig aufgepasst, muss ich sagen. Ich war so ein bisschen immer noch im Suicide-Mode. Hey Joel! Dann machen wir einmal verlorenes Schloss. Brand, Seitenpfeile oder Rückpfeil. Brand, Brand, okay, ja, würde ich wahrscheinlich auch nehmen. Da wir den anderen Helden nicht haben, ist es okay, dass wir hier Brand nehmen. Ich mache kurz was zu trinken und dann, aber ich denke, Brand ist relativ eindeutig, ne? Gut. Könntest du jetzt einen Blitztypen kaufen? Könnte ich, mache ich aber nicht. Weil, wie ich gelesen habe, hat das einer probiert und der Damage ist echt minimal. Piu! Wenn ich so streamen würde, wie du, dass man die Zuschauer wählen lässt, würde ich es auch sagen, aber so allein in der Freizeit. Jetzt muss ich kurz spielen. Alle verbrannt. Nice, auf jeden Fall. Ach so, aber die verbrennt tatsächlich nur, wenn sie in der Nähe sind, ne? Nicht, wenn sie wieder außerhalb der Range sind. Dann haben sie keinen Feuerbuff mehr. Also alleine in der Freizeit ist es nicht zu begeistern. Ach klar. Ich fand das Angespiel von Survival Master unterhaltsam. Könntest du deine NLP von dem Kampf? Schreibt sowas in die Kommentare, wenn dann. Nicht hier in den Stream. Eis soll geil sein für 14 Euro. 14 Euro hat der Enrico, weiß, wie viel Geld das ist. Unbesiegbar oder GP-Boost? Ich bin eigentlich auch für unbesiegbar. So, zumindest alle mal vergiftet. Ding, 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 ding. Ja, ich könnte mir für 50.000 Coins auch hin, aber jetzt muss ich erstmal sparen. Vielleicht habe ich ja irgendwo einen Händler, der mir was verkauft, deswegen möchte ich jetzt keine Münzen ausgeben. Flügelmann, denke ich mal, wenn wir nehmen. Weiß ich, wollte nur sagen, was ich gehört habe. Für 14 Euro erwarte ich bitte aber auch, dass was geil ist. Eigentlich möchte ich ja eine ultra OP-Klasse haben. 14 Euro, Alter. Stell dir mal vor, selbst wenn es nur, es gibt, weiß ich, 100.000 Spieler von Archo, selbst wenn nur jeder Zehnte das kaufen würde. Sind 10.000 mal 14 Euro. Ah, die haben 140.000 Euro dann gemacht. Was ist Flügelmann? Die Wings können die Projektile ablocken, hier die Begleiter. Das heißt, der hier kann ab und zu die Projektile blocken. Einer Boost. Hier lehne ich ab. Ich nehme hier keine Werbung mehr mit. Die verdienen sich echt dumm und dämlich, die Entwickler von dem Spiel. Echt, ey. Werbung ohne Ende. Überall. Täglich diese Goldkiste Werbung, kriegen die Geld dafür. Und zwar nicht wenig für so einen Spot, wenn es 1000 Leute machen. Aber man braucht das, sonst kriegt man ja kein Equipment. Ja. Das ist eigentlich optimal, dieses Game. Also einfach eine Gelddruckmaschine ohnehin. Schlechthin. Ja. Au, er hat mich trotzdem getroffen. Kleiner Cheater. So, jetzt kommen die Ballisten im nächsten Raum, glaube ich. Herzlich willkommen, Divare Gurke, ein neues Mitglied. Willkommen! Freut mich, dass du da bist. Aua. Boah, diese Fledermäuse sind so widerlich, ey. Erstmal vergiften und verbrennen. Pff, lächerliche Skills.
Flügelmann kenne ich noch nicht. Ja, wie gesagt, Flügelmann, das heißt, die Wings blocken die Projektile von den Gegnern ab. Ist ziemlich praktisch. Der Freeze von den 40 Euro ist, glaube ich, länger als der normale Freeze. Steht ja auch da. Ist ein verbesserter Einfriereffekt. Freeze kann auch manchmal auch sehr schlecht sein, weil bei Bossen die Animation zurückgesetzt wird und nochmal angreift, das ziemlich verwirrend sein kann. Das stimmt. Lag, aber besser als Slime Ranger. Hier sollte kein Lag sein. Das liegt dann wahrscheinlich an dir. Hoffe ich. Was hast du denn so Tolles bekommen? Siehst du ja mein Equipment links? Ich habe die Sense aus einer Obsidian-Kiste bekommen. Ich bin aber auch für den Angriffsboost. Und da können wir für 12.000, deswegen kann ich keine 50.000 jetzt für den Helden ausgeben, können wir uns 10 Schriftrollen kaufen von Rüstung. Sehr nice. Oh, diese Fledermäuse sind einfach nur nervig ohne Ende, ey. Dieser verzögerte Angriff ist so lächerlich. Hi Frischi! Froschi, nicht Frischi. Ah ja, stimmt, der schon wieder. So, er charge dreimal. Eins, zwei, drei. Jetzt springt er wieder. Macht aber immer nur einen Damage, wenn er auf mich drauf springt. Das macht also nichts. Ich glaube, er springt nur. Ja, er springt nur zweimal. Dann charge er dreimal. Und dann springt er wieder. Oder auch nicht. Das war nicht immer so. Querschläger! Gimme! Gimme! No! Stattdessen kriege ich Heilung! Darüber haben sich auch wahnsinnig viel. Oder hat sich zumindest einer auf Reddit drüber aufgeregt. Oh, ich krieg immer Heilung, wenn ich Full Life bin. Das ist tatsächlich so, ne? Du kriegst echt immer Heilung, ey. Habe meine Brust auf 24 mit fast 3000 Grundleben. Nice. Ah, ich hätte ganz gerne eine andere Rüstung. Nicht die Lederne, auch wenn die Lederne natürlich mega nice ist. Aber das Ausweichen finde ich einfach wichtiger. Welt 5 ist lächerlich schlecht. Bei den Fledermäusen oder dem Blitztyp stehe ich nur neben den Projektilen oder dem Strahl und kriege trotzdem Damage. Also hier wird entweder Schildschutz oder halt durchbohrenden Schuss nehmen. Aber Blitzring finde ich eher so. Also, können sich sonst wohin stecken. Kapitel 5 ist eines der schwersten Kapitel, da wirst du eine Weile dranbleiben. Ja, denke ich auch. Kapitel 6 ist, glaube ich, das, wo nur Bosse kommen, ne? Na gut, wenn keiner sonst wählt. Kapitel 6 ist vergleichsweise richtig einfach. Das habe ich auf Reddit auch gelesen. Und in Kapitel 7 kommen nur Bosse, das ist bisher das Schwerste. Ah, okay. Erstmal jeden vergiften. Damit die ganze Zeit Damage kassieren. Bis zum Tod. Angriffsboost oder heilen? Ich denke, heilen ist ja nicht so sinnvoll, deswegen machen wir Angriffsboost. Ach, die schon wieder, ey. Dann hoch auf meine Wings, die ziemlich viel von diesen hässlichen Projektilen abfangen. Ja, hast du wirklich keinen Platz auch, ne? Das ist auch abartig gemein. Gemein, gemein. Todesbombe. Hi, Luke Skywalker. Die Lex, es heißt, wenn man vom Teufel spricht, dann ist der auch da. Ja, ich denke, wir sind jetzt alle einig, dass wir Querschläger nehmen werden. Alter, 600 Damage. Können die durchschießen?
Nein, kann sie nicht. 600 Schaden von einem so einem hässlichen Ding. Ey, was willst du denn machen? Ach komm, leck mich, ey. So ein dummes Kapitel, ey. Ohne Witz. So ein beschissenes Kapitel. Diese verzögerten Angriffe regen mich total auf. Heilung gibt's ja natürlich auch nicht.